Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed 2. Ich bin's wieder, Lut1986. Wir spielen Assassin's Creed 2 ein zweites Mal durch. Ja, ich habe das schon mal gestreamt. Wir haben, sieht man hier auch im Story-Modus, über 22,5 Stunden schon mal Assassin's Creed Spaß gehabt. Aber da habe ich nicht die 100% gemacht. Das weiß ich noch sehr, sehr genau. Das habe ich irgendwann aufgegeben, weil es ätzend wurde. Aber diesmal ziehen wir das durch. Ich weiß, Assassin's Creed 1 ist noch nicht zu 100% beendet. Da habe ich aber einen Mittelweg gefunden. Die Flaggen werde ich am Wochenende immer sammeln. Das ist so ein Vorstream sozusagen, ein Flaggensammel-Vorstream, bevor dann der Hauptstream mit Just Cause 3 kommt. Und wir beginnen eine neue Sitzung, denn jetzt sind wir ja volle Kanüle drin. Aber bevor wir das machen, muss ich nochmal kurz raustemmen. Denn ich habe den asozialen Post vergessen. Den sozialen Post für die Medien und so. So, dann wollen wir doch mal beginnen mit einer wunderschönen neuen Sitzung. Ich spiele das Ganze am PC und wir nennen das Ganze Livestream, damit ich das auseinanderhalten kann. Wobei, zeitentechnisch sollte ich das eh auseinanderhalten. Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. 1000 Jahre Geschichte fließen durch meine Adern, zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdig und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Ja, kennen wir ja schon. Das kennen wir ja schon. Das haben wir ja mit alles erlebt. Aber jetzt in eurer Grafik. Das ist genau die Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben, mehr oder weniger. Ich bin ja danach noch ein bisschen rumgerannt und habe noch ein bisschen was entdeckt an Nachrichten und so, die ich persönlich sehr interessant fand. Aber auch an der Schrift hat sich nichts geändert. Ich kann es immer noch nicht besser lesen. Deswegen drücken wir jetzt einfach eine beliebige Taste und lassen uns voll in das Abenteuer reinschmeißen. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los! Ja, ich hatte wieder Dolby Surround 7.1 an, das hat das Spiel erstmal nicht gewollt. Und Lucy sieht verdammt töfter aus. Was für eine geile Sau. Um einiges besser geworden als damals. Ja. Also, so im Vergleich zu Teil 1, doch, kleine Grafikwanderung, kleineres, größeres Update. Komm rüber hier, Desmond. Ja, alles gleich, komm. Bin unterwegs, Lucy, bin unterwegs. Ich darf immer noch nicht rennen, ich hasse es. Ach, ich kann mich noch an das Intro erinnern. Ja, wie gesagt, ich habe das Ganze schon mal im Livestream Tempo, gespielt. Wir müssen weiter. Ja. Ich will auch nur gucken, ob ich mich hier noch irgendwas machen kann oder so. Aber nee, darf ich nicht. Ich darf nur hier rumgehen. Dann gehe ich an meinem Kreis, weil das so schön ist. Wow, ist Maus schnell eingestellt. Sekunde, das muss ich mal gucken, ob wir das steuerungstechnisch ein bisschen... ja, nein. Ja, auch nein. Alternativkamera mit T? Wer denkt sich denn sowas schon wieder? Ach, ich denke nicht drüber nach. Nö. Und eine andere Sache muss ich noch kurz nachgucken, nämlich bei der Grafik. Interessanterweise gibt es nämlich nicht die Möglichkeit, die, da, Blut ist an, alles klar. Das wollte ich nämlich wissen, weil da gab es immer, Probleme. Das weiß ich noch, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. So, wir machen jetzt weiter und ich gehe zu Lucy. Lucy! Du hast Blut. Rein da. Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus.
Okay. Alles klar, gut. Mir wird eben gerade gesagt, es war schon unter der Steuerung. Und zwar sind es diese Empfindlichkeiten. Diese Empfindlichkeiten finde ich etwas zu empfindlich eingestellt. Vielleicht bin ich da auch zu empfindlich. Ich kann es auch an der Maus umstellen, aber ich möchte es erstmal grundsätzlich vom Spiel her. Ja, das gleich wieder. Ja, lass mich doch erstmal hier fertig machen. Jetzt habe ich wegen dir die Katze wieder verscheucht. Mann, ey. Oh, keine Zeit hier. Hauptsache schnell. Ich will aber in Ruhe dadurch. Schlimm. Subjekt 17. Desmond Miles. Das sind wir. Irgendwie hat sie gruselige Lippen gekriegt. Subjekt 16 ist vertraulich. Sucht nach relevanten Erinnerungen. By the way, wir haben alle DLCs für den Teil. Erinnerung, Zuordnung gefunden. Zugriff auf Erinnerung. Spinge. Nochmal. Si, brava. Es ist ein Junge. Oh, Liebling. Es tut mir leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gib den mir. Giovanni. Meine Liebe, alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe. Ach, ich weiß es nicht, ob ich mich jetzt wirklich hier bewegen will. Nee, ich will nicht kämpfen. Nee, aber erstmal, weil es einfach passt. Ja, Svenja, Mama, Mama. So, sorry, das musste sein. Aber die Katze ist genau in dem Moment mir auf den Schoß gesprungen, wo wir da rausgeflutscht sind. Interessanterweise war er in der Bank und hat es da erfahren. Wie zum Geier, hat man die bis zur Bank gehört oder was? Jo, das sind unsere Beine, das ist unsere linke Hand, da geben wir ihm hier voll die Checker. Ja. Ja, Würfel. Okay. Welche Taste ist die leere Hand? Das ist die leere. Ah. Das ist meine Waffenhand. Ah. Ja, welche Taste ist jetzt der AI? Ja, wir leben! Hört ihn an! Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Da krieg ich schon so ein bisschen Gänsehaut. Wir leben wieder. Ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Gott, die stresst mich jetzt schon. Mal abgesehen davon, ich würde sagen, Download abgeschlossen. Ja, wir müssen gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir können auch laufen! Yeah! Hallo. Und wir kommen hier wirklich raus? Ja, hoffe ich doch. Oh, wir können rennen. Wie früher? Hat echt abgefahrene Innenarchie. Bäm! Zbäm! Oh. Bleib bei mir. Darf ich nicht Zbäm machen? Sie haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür. Ich mache Meldung. Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Das ist also Abstergo. Endlich sehen wir mal mehr als nur unser Zimmer. Also, den Bereich hier. Animus, Conference A. So, wo ist er hin? Oh. Wo ist er hin? Wahrscheinlich den einzigen Weg, Glaswände. Den man geht. Schick. Ja, stylisch, wa? Richtig da sind stylisch. Sie! What? Lass sie nicht entkommen! Habt ihr das gesehen, wie die da hingeklitscht sind? So ein bisschen... so, ich hoffe, von der Lautstärke her passt alles. Und auch so als solches von der Grafik und so weiter, das passt so da, hoffentlich. Also, wir werden sehen. Elevator, Level 4. Nehmen wir. Ja, ich kann mich hier noch leider Gottes dran erinnern, an einem Großteil des Spiels, aber nicht an alles. Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Du bist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Ich finde das klasse, dass sie die gleichen Synchronstimmen schon mal wieder genommen haben. Sie hatten ziemlich schon Sicht gekriegt. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir, aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen.
Okay, gut. Wir machen ein Hide-and-Seek-Spiel. Das ist so komplett... Ist das ein Animus? Oh, jo. Stimmt, ein Animus. Ah, das Animus Beta-Labor. Oh, was ist los? Was zur... Wie viele gibt's denn davon? Eine Menge, würde ich sagen. Bleib bei mir. Aber wir waren im Chefsessel. Im Chef-Animus. Ja, irgendwo muss er ja weiterentwickelt werden. Animusse oder Animi? Was denkst du, Lucy? Lucy? Ja. Warum die so viele? Desmond. Ja, die denkt sich auch nur, halt die Fresse, Alter. Wir sind hier voll in Gefahr. Und der will nur labern. Laber, laber, laber. Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Ja, wir haben jetzt auch in Real Life endlich die Adlersicht. Oder die Night Vision oder die Spezialvision. Was hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir. Vielleicht ist das. Vielleicht ist. Sind wir in einem Animus, in dem Animus gewesen. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Ja, da, wenn wir da sind, hör ihr doch mal zu. Party Time! Bam, bam, bam. Oh, ich würde so gerne Finisher machen. Können wir mit F? Yo, komm mal. Zack, ausweichen geht auch noch wie früher. Oh, yo, schlagt euch gegenseitig. Das ist perfekt. Was können wir denn Neues? Ah, oh, Schutzschild. Haha, das ist doch gleich viel genialer. Viel genialer. Brauchst du Hilfe, Lucy? Ich helfe dir gerne. Warum kämpfst du eigentlich gegen jemanden? Pass auf hier, wir helfen dir, Lucy. Das macht das Ganze ein bisschen fairer. Boah, Desmond geht richtig ab. Richtig hart geht er ab. Ey, Meister. Lucy, hau ihn. Yes! In den Rücken. Das kann ihn nur beglücken. Oh, sorry, Lucy. Ich wollte dich nur mal ein bisschen antatschen. Zu deinem eigenen Schutz. Oh Mann. Wir sind fast da. Also Auditore ist auch ganz klar. Das war Schleichwerbung für Audi. Und deswegen haben sie dazu eingebaut. Mhm. Wir kaufen uns jetzt alle ein Audi. Das hier ist eigentlich auch ein Audi. Konnte man aber nicht so gut sehen. Deswegen musste man da noch ein Sprachsample mit einbauen. Ne? Audi, Audi. Und so nenne ich dann mein Audi. Wenn ich ein Audi habe, nenne ich ihn Auditore. Zusammenhang confirmed. Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Super. Hier lang. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Alles klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein. Nein, du hast mich in Aktion gesehen. Ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Minuten. Nein. Animus. Nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay. Bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Vielen Dank. Klar, kein Problem. Wir werden ein Templer mal wieder. Wäre ja auch schwach... Templer sei ich jetzt schon, Assassine. Wäre auch irgendwie schwachsinnig, wenn ich... Du hast es geschafft.
Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Ich hasse... Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy.